Vor kurzem fand in Urmitz der 32. Volkslauf statt, bei dem mehr als 300 Läufer teilnahmen. Gemeinsam sorgten 40 Vereinsmitglieder des SV Urmitz für die Organisation, Verwaltung und Verpflegung. 10 Helfer der Urmitzer Feuerwehr waren für die Absperrungen verantwortlich und Helfer des DRK standen für mögliche Verletzungen bereit. Ich laufe für den TuS Deutz, trainiere aber regelmäßig hier in Urmitz auf der Bahn. Und das war auch so der Anlass, warum ich gerne doch mal hier bei dem Volkslauf mitmachen wollte. Habe allerdings heute ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ich letzte Woche schon in Leverkusen gelaufen bin. Und da hatte ich halt Vollgas gegeben und deswegen musste ich heute einen etwas lockeren Lauf machen. Alle Teilnehmer, der Älteste war bereits 80 Jahre und der Jüngste gerade mal 3 Jahre alt, gaben ihr Bestes und liefen bei kühlen Temperaturen ihre Strecken. Am Ziel angekommen, gab es warme Getränke, um sich wieder aufzuwärmen. Im Anschluss folgte die Siegerehrung. Ganz besonders stolz war der SV Urmitz auf seine Sportlerin Monika Kracke, die über 10.000 Meter ihre persönliche Bestzeit von 43 Minuten 21 lief und Zweite in der Kategorie W40 wurde. Wir hatten zwar voll Gegenwind hinten Richtung Kaltenengers rüber, aber gut, dann zurück war natürlich Rückenwind, das war super. Und ich hatte zum Glück beim letzten Kilometer jemand, der mich gezogen hat. Gut, dass es dann einfacher wurde.